Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde mich bemühen, mit der Materie tiefer zumindest zu beschäftigen. Paragraf 21 Absatz 2 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (AZOG) verleiht der Polizei das Recht, an bestimmten Orten ohne Vorliegen einer konkreten Gefahr die Identität einer Person festzustellen und sie zu durchsuchen. In Einzelfällen ist sie sogar bevollmächtigt, sie mit auf eine Dienststelle zu nehmen. Ich wiederhole es noch einmal. Ohne eine konkrete Gefahr, ohne konkrete Anhaltspunkte, möchte die Polizei eine Wohnung durchsuchen, bräuchte sie eine richterliche Verfügung. Aber laut AZOG entscheidet sie und nur sie allein darüber, wer, wann und wo anlasslos kontrolliert werden darf. Auf Grundlage dieses Paragraphen wird die Polizei zur Errichtung sogenannter kriminalitätsbelasteter Orte ermächtigt. Was ist denn so ein gefährlicher Ort? Laut AZOG ein Ort, an dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung stattfinden könnten. Bertolt Brecht würde sagen, eine Bank. Was ist eine Straftat von erheblicher Bedeutung? Nach § 17 AZOG alle Verbrechen und alle weiteren in § 100a Absatz 1 StPO angeführten Straftaten, und das ist geradezu ein Ritt quer durch Strafgesetzbuch, ausreichend soll beispielsweise auch die Abgeordnetenbestechung sein, § 100a Absatz 2 Nummer 1b StPO, ist dann etwa auch das Abgeordnetenhaus ein gefährlicher Ort, weil man dort vermehrt Abgeordnete antrifft? Sie sehen, sehr verehrte Damen und Herren, diese Vorschrift ist uferlos. Hier wäre die Transparenz vonnöten, die der Herr Innensenator Henkel verweigert. Eine exekutive Gewalt, die sich bei ihrem Handeln jeglicher parlamentarischer und gerichtlicher Kontrolle entzieht, ist rechtsstaatlich mehr als nur bedenklich. Ziel der Geheimhaltung, so die offiziellen Verlautbarungen, solle es sein, dass polizeiliche Maßnahmen nicht unterlaufen werden können. Außerdem wolle man Geschäftsleute und Anwohner in den entsprechenden Gegenden nicht stigmatisieren. Wir kennen aber die räumliche Verteilung von Kriminalität aus dem Kriminalitätsatlas, den die Polizei herausgibt. Nur die kriminalitätsbelasteten Orte kennen wir nicht. Wie passt das zusammen? Und sind dies tatsächlich geeignete Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung? Allein durch lagerabhängige Kontrollen werden die Ursachen von krimineller Energie nicht beheben. Laut den Aussagen des Polizeipräsidenten Herr Kant habe es aufgrund der Erfolge der Polizei gegen die Kriminalität bereits Orte gegeben, die wieder von der Liste der kriminalitätsbelasteten Orte genommen worden seien. Welche wissenschaftlichen Untersuchungen liegen hier vor? Wie können wir das nachvollziehen? Ohne Transparenz können Sie uns alles erzählen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Lux? Nein, ich möchte gerne meinem Vortrag ganz widmen. Ferner kannst du nachher mir stellen, wir haben hier schon bereits überzogen. Ferner bezögen sich die Maßnahmen eher auf einen Personenkreis mit typischen Täterverhalten, wie zum Beispiel das Herumlungern vor U-Bahn-Eingängen und nicht auf normale Bürger. Kann es ausreichend sein, sich völlig auf polizeiliches vermeintliches Alltagswissen zu verlassen? Es drängt sich auf, worum es sich auch handelt. Racial Profiling, wozu sich der Polizeipräsident ja mehrfach zweideutig geäußert hat. Natürlich ist Racial Profiling verboten, aber in der Praxis leisten dem gerade solche unbestimmten und unkontrollierbaren Regelungen wie die kriminalitätsbelasteten Orte Vorschub. Denn hier kann die Polizei sich die Personen, die sie kontrolliert, quasi willkürlich aussuchen. Meine Damen und Herren, eine Maßnahme mit dermaßen weitreichenden grundrechtlichen Auswirkungen darf nicht allein im Ermessen der Polizei liegen. Ein Rechtsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass er polizeiliche Ermächtigungen begrenzt und dort, wo er sie schafft, möglichst präzise ausgestattet.
Paragraph 21 Absatz 2 Nummer 1 ASOG in seiner jetzigen Fassung erfüllt nach unserer Auffassung diese rechtsstaatlichen Erfordernisse nicht. Der Antrag der Grünen geht deshalb in die richtige Richtung, aber aus unserer Sicht müsse man weitergehen und über die gesetzliche Grundlage diskutieren. Wir fordern daher, dass mindestens eine juristische, saubere Rechtsgrundlage mit klaren Voraussetzungen, Transparenz und Begrenzungen wie Richter- oder Parlamentsvorbehalt geschaffen wird. Auch über die komplette Streichung der Regelung, wie die Piraten es beantragen, sollten wir reden. Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss. Danke.